herzlich willkommen zu einem angespielt Black Myth Wukong. Heißt das Spiel, nicht gespielt von mir, sondern von unserer Tipptopp der Manu. Einen wunderschönen, sag ich dir jetzt mal. Hallo. Ja, Wukong, ich glaube, die Affen sind, los. Bekannt ist bekannt momentan. Mag keine Affen, das ist in Ordnung. Naja, sagen wir mal so, ich lasse meistens immer mal nur die Spiele spielen, die ich selber nie spielen würde, wo ich aber vielleicht doch hier und da interessant finde. Nicht immer ist es so. Ach so, ja. Was man ja an unserem letzten Spiel gesehen hat. Ja, das ist mir auch im Gedächtnis geblieben, muss ich sagen. Ja. Ich würde sagen, starte einfach mal durch. Wir spielen, ja. Du hast mir eben noch gerade gesagt, wir spielen auf der Grafikkarte 3060 Ti. Genau, RTX, NVIDIA RTX 3060 Ti. Wir werden das jetzt mal testen. Das hat die Bewandtnis, oder warum wir das so explizit sagen, ist, dass die meisten auf höheren Grafikkarten spielen. Ja, und ich kann mir halt vorstellen, dass viele halt eben noch keine 4080 oder 4090 haben, ne? Hat ja nicht jeder mal eben hier, ne, so reichlich Kohle im Gepäck. Und wir gucken einfach mal, was das Spiel so macht, wenn es unter der 3060 läuft. Ich gucke mal in die Einstellungen rein, also was da gerade so, Kamera, Gameplay, was ist das hier? Das ist das Anzeige. Das Anzeige? Grafik, so hier, das ist die Grafik. Wir gucken mal an, was der eingestellt hat von sich aus. Also ich habe gar nichts gemacht. Es steht alles auch hoch. Ich lasse das auch erstmal so. Ich werde jetzt hier erstmal gar nichts machen. Wir werden erstmal testen, was überhaupt geht und was nicht. Ja, oder? Ja. Was will ich? Zurück. Also was ich auf jeden Fall noch empfehlen würde, ist, wenn das jemand auf der 3060 spielt, dass er auf jeden Fall sich den aktuell ganz, ganz neuen Treiber für seine Grafikkarte unterlegt. Kann es sein, dass dein Rechner jetzt schon ordentlich lüftet? Ja, das tut er. Ja, das... Ach so, hört man das? Das ist ein leises Rauschen bei dir im Mikro, aber das ist jetzt... Ich habe das Mikro oben stehen, weißt du ja, sonst würde ich es runternehmen. Ja, der rauscht. Schon ordentlich, ja. Oh, das war sehr laut. Na, herzlich. Wir gucken mal, also ich weiß gar nicht. Episch. Episch. Ab. Das sieht schon cool aus. Wow. Das sind noch viele. Ja. Was? Den neuen Affe. My master. Safe. The scriptures. Sound. All I ever wanted was a life in my mountain.
free from you and your so-called merits. Those high above don't trust me. I understand that. And they send you and those knuckleheads to threaten me. To obey and serve once more. I understand that too. But what I don't understand is... You bastards killing my kind! Oh, der sieht aber schön aus. Oh oh. Stay back! Stupid dog! Er ist das. Mark this. Wow, he's not just any monkey. He's a monkey of merit. A monkey was made Buddha once. None other than me can challenge him to a duel. Look, monkey. I don't make a habit of fighting someone I've bested before. Here's my offer. If you lose, I'll take you to the Celestial Court. They will stay and level your mountain. But if I lose, I shall certainly take revenge, and they will level your mountain nonetheless. How tragic would that be, huh? Isn't that? You are one of the court. We don't need to resort to violence. How about you bend the knees, admit the wrongs, and we can put this behind us? All these years, except for that pig, you're the one who talks the tallest tales. Good, I am entertained. Speaking of entertainment, wouldn't it be fun if I pluck your extra eye out for my snack and allow you to keep the other two? Because I'd hate to let you miss how I'll slaughter each mongrel of the court. Those below, those above, and that black mutt of yours. Uh-oh. Come at me, all of you. What? They gave you many chances. Yes, sir? Yet you spurned each one. Such ingratitude. Hey. Oh, pigs like dandruff. They roll. Fuck! Kacke. Ich bin noch nicht bereit. Dann hat mich gefragt. Was? Dann hat mich gefragt. Okay. Wo ist er denn? The victorious fighting Buddha. Have you any idea how many would give their everything for immortality? Immortality?
For that word, all realms and beings have ruined themselves. The Celestial Court welcomed you, foul monkey, yet you remain untamed. None shall save you now. Dear brother, your edge needs honing. Good. I was in need of a back scratcher. Das ist unfair.
keinen Einfluss drauf, oder? Kein was? Kein Einfluss drauf. Kein was? Kein Einfluss drauf. Nein. Ja. Also wir halten mal fest, ich habe ihn fast runtergeklappelt. Wie sind wir jetzt? A hero who treasured his freedom above all else. Buddhahood he attained, yes. But cumbersome he found the celestial rules, for he yearned to come back and to revel in the simple joys with us. Okay. Little did he know his choice to forgo the life above only fueled their mistrust. Ja, das ist, das bin ich. Okay, also, nun. Was? Was, Keller? This stone has stood for countless days on the mountain. Since my youth, they said that his remains lie within it. Okay, das sind wir da in dem Stein da hinten. Unbegotten, undying, such is the nature of a stone monkey. Though his body was broken, his spirit endures. Into six relics he turned, and separately they escaped, choosing to stay hidden. Those are the six senses of the great sage. Yet no one has ever seen them, not in centuries. I'm old now. Venture through all the lands I cannot. Yet among you, there might be one who is destined. One that shall recover all his scattered relics. And upon the return of the relics to Mount Tuago, he may yet rise again. Okay. Na dann. Oh, war wie schön. Die Frage ist, müssen wir den Ton runter machen? Also das war eben, ich habe gar nichts verstanden. Ja. Wir gucken mal. Kapitel 1, schwarze Wolken, rotes Feuer. Genau. Wie ist das mit dem Rauschen? Soll ich das Mikro runterstellen? Ja, lass das einfach so. Also im Moment. Aber ich glaube, der TS hat ja sowieso immer Grundrauschen bei dir gehabt. Warum auch? Ja, das stimmt allerdings. On the gold bend the toll line. Was ist das? Pfirsich. Nowhere better than a home. Reach death and ever grow. Huh? Yeah, you see. Die sehen ja cool aus. My fate well, luck's around the corner. Seems like you just fell from a fruit tree here. Perfect timing. This peach knew I needed a snack. You sneaky rascal! Dad, fool me! I'll make sure you regret okay. it! Bullshit! Was ist da X? Leichter Angriff. Okay. No matter how many times you come around, you're still as mischievous as ever, eh? Okay. Ja, was sagst du? Sollen wir den Ton etwas leiser machen? Ja, lass, ich mach die Gesamtspur leiser, es sei denn, du verstehst mich nicht. Doch, ich verstehe dich nicht. Also,
Es sieht sehr gut aus. Guck dir das mal an. Schau hin. Ist das krass oder ist das krass? Ja? Mhm. Ich glaube nicht, dass wir da reingehen sollten. Das auch nicht. Das geht auch nicht. Das ist nur einfach. Okay. So, also wir haben jetzt zwei was auch immer verkloppt. Getötet. Ja, so, wir können, das ist hier X, okay. Das ist... Oh, okay, das war Y. Ausweichen. Bringen. Okay. Was ist das? Das ist nix. Das ist auch nichts. Das wird wohl Inventar sein. Haben wir ein Inventar? Oh ja. Gut. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal, oder? Tu dir keinen Zwang an. Wie fandst du die Sequenz? Also die das Laut? RB sprinten. Warte mal, RB, das ist bei mir dann R1. Also RT ist das, beziehungsweise ist es. Okay. Ja, ich würde sagen, wir folgen mal den Weg hier. Boah, das sieht so gut. Guck mal, sieht das nicht gut aus? Ha? Ja. Gereifter Ginseng. Also guck mal nach, was man damit macht. Gereifter Ginseng. Wo kommt man denn da hin? RT. LT? RT. Hey. Nee. Inventar und dann? Warum steht RT? Ah doch, RT. Ja, das ist bei mir R2. Gereifter Ginseng. Es heißt, dass alles, was den Anschein zur Herstellung von Medizin. Aber wir können also Medizin machen. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Okay. Was? Geistessenz 29. Geistessenz ist wahrscheinlich, ich würde jetzt tippen, Geistessenz ist so etwas wie bei Dark Souls Seelen oder irgendwie sowas, weißt du? Nirscht irgendwas oder hier links irgendwas. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal das Treppchen hoch. Mhm. Alter, sieht das gut aus. Ja, wo gehen wir denn? Oh, da ist eine Kiste. Wir gehen zur Kiste, ne? Ganz klar. Hallo. Aufgeladener schwerer Angriff. Gedrückt halten, um aufzuladen und... aufzubauen. Alte schwere Angriff, um ihn aufzuladen. Aufladen verbraucht Ausdauerwaffen. Das heißt, ich soll jetzt was? Y drücken. Gedrückt halten. Wenn du da bist. Kann ich da sein? Now King has fully pressured. Someone. Ja. Geht. Sehr schön, komm, wir gucken mal ins Kistchen rein. RT. Tada, was ist denn drin? Winziges Goldstück und Garn. Okay, das habe ich automatisch. Ne? Ja. So, jetzt sagt er da lang, aber da war ja da oben. Wer ist der denn? Okay. So, ich habe aber gesehen gehabt, weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Hast du das eben auch gesehen? Nein. Der gleiche Weg. Ach so, ein Neuanfang. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt da lang. Boah, guck doch mal, was ist das, cool aus, oder? Ja. Alter. Ist das schön. Oh, was ist das denn? Oh, der rennt da selber hin.
What you waiting for? Pluck your hair and make an offer. Er spricht da. Ey, wie cool das ist. Wow, mega. Da. Hey, hey, wait! Hi. The Keeper of Black Wind Mountain have long been waiting for your arrival. Oh, his spitting image. Was hat da im Gesicht? Say. Haare. Up ahead is Guan Yin Temple. Okay. Once it was bustling with worshippers. Before it was ruined by the fire. Ah. Then the temple was rebuilt. What good is it to rebuild a temple if the goodwill of men has been burnt to ashes? No. You've forgotten this place, but they haven't forgotten you. I thought they would ask. That's a tough one. Good luck to you. Sie vergessen, aber sie haben dich nicht vergessen. Okay. Räucher, was ist das? Räucher-Werkskalisman. Ein Einsatz des Talismans wird die Seele augenblicklich vom Körper getrennt und zum Schrein des Hüters zurück. Oh. Anlegen. Wie können wir den denn auf eine Schnelltaste legen? Das ist sowas wie, dass du den. Nee, verwenden möchte ich den nicht, möchte ihn ausrüsten. Okay. Wie lege ich den jetzt unten vor? Ausrüsten. Benutzen, anlegen. Ah, okay, komm, wir machen den nach unten. Das ist praktisch, wenn ich jetzt irgendwo bin und ich will da weg. Weißt du? Okay. Dann kann ich. Direkt zwei wieder, ne? Ist auch ein bisschen gerecht wieder. Wir gehen mal weiter. Oh ja. Oh, da steht einer. Mein Gott, ist das schön. Oh, da ist was zum Einsammeln, glaube ich. Wald der Wölfe. Wölfe? Nun. Gibt's Schlimmeres im Leben. Was denn? Stock im Auge oder was? Ja. Die würde ich zum Frühstück nehmen. Wen würdest du zum Frühstück nehmen? Hallo. Easy okay. Going. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Okay, wir müssen auf jeden Fall da runter zum Wasser hin. Wir gehen mal hier lang. Aber da steht einer da oben. Anschleichen kann man sich vermutlich nicht. Die wehren sich ja gar nicht. Geisterfunke. Geisterfunke. Oh, Pilze. Die hat schon wieder Pilze entdeckt. Ja, Spiel ist gebombt. Pilze. Was haben wir jetzt bekommen? Geist. Wie war das nochmal? Vergessen mal, wie das. Wie ging das? Wie konnte man. Achso. Ja, bei mir ist RT ja was anderes. R2. Kannst du dir das merken? Nein. Warum nicht? Grund mit Material für Waffen. Okay.
Für Waffen? Wir können Waffen craften? Oh, weil. Okay. Herstellen, ja. Kokosnusswein, Trank. Ah, ich denke mal, das ist wahrscheinlich sowas wie unsere Heilung, ne? Pilze? Violetta? 33% deines Lebens wieder her. Wo steht das? Bei dem Trank. Na gut. 33%, das ist aber auch jetzt nicht so wahnsinnig viel. 4 von 14. Okay, das sind die Dinger, die wir kaputt gemacht haben. Wolfschwertschnur, Wolfsoldat, Wolfschreiter. 14 sind es, 4 hast du schon. Nein. Noch 10 Gegnertypen. Wir haben einen Punkt. Hat die Fähigkeiten Ausrüstung? Okay, Inventar. Stabhaltung. Erlerne neue Haltung, vertiefe deine Kenntnisse und konzentriere dich besser. Fundament. Wir nehmen erstmal Fundament, ne? Ausdauer, Kampfkunst, Überleben. Ich würde sagen, den allerersten Punkt setzen wir auf ein bisschen mehr Leben, oder? Was meinst du? Ah, gedrückt halt. So, okay. Haben wir gemacht. So, jetzt habe ich vergessen, wo wir lang müssen. Das ist heiß. Ja, du bist ja bei mir. Also, wo lang? Du gehst jetzt vorwärts. Du wolltest aber bei der Brücke runter. Wenn ja, du jetzt nach links gehst. Wir gehen ja jetzt runter ans Wasser. Da ist eine Pflanze. Aua! Was ist das? Es ist schön, dass die sich immer anstellen. Da hinten steht nämlich der Nächste. Enzian-Samen. Wo ist die eine? Hast du noch was zum Einsammeln? Nee, ne? Da unten steht einer am Wasser. Moment, ich muss erst gucken, ob sie noch anders sind. Dann gehen wir da hoch. Also erstmal ans Wasser jetzt. Da wollten wir ja auch hin. Wollten wir das? Ja, wollten wir doch. Wer bist du denn? Nee, ich kann nicht. Ja, der lockt dich in den Wolfsbau, oder was? Ja, da kann ich gar nicht hin. Was ist mit dem Stein da? Warum hat der so ein... Kann ich dir was aufnehmen? Sammeln. Skandar der richtigen Gegenstände. Ich guck gleich nach, was es ist. Wow, guck mal das Wasser. Mhm. Ist ja... Oh. Ja, der ist hier irgendwie ja rein, ne? Aber ich komme hier auch nicht runter. Nee. Frag mich, ob du irgendwann... Also... viel trägst oder sowas. Ja, das weiß ich auch nicht. Müssen wir jetzt hier hin? Ja, ich weiß es nicht. Oder müssen wir erst... Hier was gesagt. Da hinten sitzt einer. Oh shit. Bye. Alles vergisst oder was ist das? Ich denke ja mal, dass wir zurück müssen gleich, ne? Denn dass der bei uns abgehauen ist? Das ist ein Frosch.
ist geplatzt. Na, herzlichen Glückwunsch. Ah, da ist Gift. Gute Wette. Ah, einsammeln, okay. Das ist das, glaube ich, was ich gesehen hatte. Da muss man ja mal gucken, was wir da eigentlich alles eingesammelt haben. Ja, ich glaube, jetzt haben wir da sowieso einen Spalter. Oder? Ja, vielleicht hat doch da erstmal was und unter die Brücke. Das ist das, was du von der Brücke aus gesehen hast. Genau. Und dann unter der Brücke durch, da hinten war noch ein Gegner noch. Das ist wie so ein Spaziergang im Wald. Ne? Wunderschön, ey. Ja, wunderschön. Nicht? Ah, okay, dann nicht. Schön, schön. Ach du Kacke. Dann muss ich jetzt hier den Schnellen aus. Oh oh. Der war schon stärker, ne? Der war schon eine ganze Ecke stärker sogar. Gut, jetzt haben wir noch ein paar Pilzchen. Okay. Das. Weißt du es dann? Ich kann mich da nicht satt sehen. Ich muss ehrlich zugeben, ich kann, also. Guck dir das doch mal an. Das ist doch, als wenn du in den Wald gehst, oder? Mhm. Hat mir ganz gut gefallen. Ja. Oh, ja, eigentlich. Was haben wir noch was dazu bekommen? Enziansamen. Und aus den Händen eines geschickten Gärtners kann daraus Enzian wachsen. Okay, für was brauchen wir Enzian? Medizin. Okay, und Jade-Lotus, auch. Also das ist alles für Medizin. Also solltest du alles sammeln, definitiv. Ja, also sammeln ist auf jeden Fall alles. Boah, okay, dann werden wir jetzt weiter da hinten irgendwo weitergehen. Wow. Echt, ne? Mein Gott. Echt schön. Wirklich schön. Hier waren wir ja, genau. Da haben wir die zwei Typen umgemietet. Ja. Du redest mir von dir. Ja. Ja. Du bist ja auch bei mir. Oder nicht? Ja. Das klang nicht überzeugend. Lügt besser. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich damit zufrieden bin. Irgendwas trommelt hier. Der. Ach, das Problem ist, ich habe gar nicht mehr viel Heilung, ne? Also. Oh mon Dieu. Oh. Bullen! Ach, der hat mich schon gesehen. Ja, genau. Ich hab. Ach, die Kacke. War gar kein Timing im Spiel. Okay, das war auf jeden Fall richtig.
Gott sei Dank wächst die Lebensenergie nicht bei ihm wieder hoch. Ja. Ja, das ist in der Regel nicht so. Oh ja, komm, 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 komm! Hey, 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 hey. Hallo? Was? Hallo? Der hat dir geholfen. Ah. Hey, das ist aber nett. Aber so schlecht war ich gar nicht. It's been a while, but the immobilized spell still works like a charm. Okay. Ja. Since you hail from Mount Huaguo, it won't hurt to teach you a handy trick. Sehr now, gerne. Here we go. Give me your hand. Lernzauber. Ein einfacher Weg mit der Hand kann an den Gegner am offenen Stelle festnageln. Ja, finde ich gut. There you go. Should you come across any miscreants, okay, just point your finger at them and release this spell. Cool. You'll be able to hold them in place while giving yourself a breather. Sadly, mine is but a humble trick. Its power will wear off within a few short moments. Though it's good enough against boneheads like this one. Anyway, just consider it an ace up your sleeve. No! The Yaogwais these days know no manners! Fear not, teach them a lesson with your new spell! Feuer! Ja. Aber der hat auch eine Abklingzeit, ne? Ja. Eine lange Abklingzeit. Hab schon gesehen, ja. Komm, 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 weg! Bist du? Jawoll! Ja. Uff. Haben wir gut gemacht? Uff. War gut? Wie er da steht, so cool, man. Cool, oder? Okay. Wir haben einen Punkt bekommen. Werden wir auch gleich verbrauchen. Ja, ist besser. Jeder Angriff sorgt für maximale Anpassungsfähigkeit. Können wir den erhöhen? Noch? Vielseitige, ausgeklügelte Mystik sorgt für maximale Anpassungsfähigkeit. Ne, du hast ihn ja nur oben, eigentlich. Was meinst du? Ja, du hast ja links nur oben den ein. Was macht denn das hier, sein Stab? Erlerne neue Haltung, vertiefe deine Kämpfe und konzentriere dich besser. Verbessere deine Vitalität, festige dein Fundament und stärke deine Flexibilität. Ich würde gerne mal wissen, was... Jede Talentstufe erhöht die Lebensherstellung nach dem Verbrauch. Aber die kannst du noch nicht erwähnen. Achso, das kann. Kann nicht erweckt werden. Stufe 3 Verstoßhaltung. Das möchte ich mal nehmen. Jede Talentstufe erhöht die Lebensherstellung. Ich glaube, das ist gut. Okay. Dann werden wir mal gucken. Also, den haben wir schon mal weggeputzt. Das ist ein Talent. Ja, das haben wir gerade gemacht.
Steige Stufen auf und bestätige, ja, das haben wir ja auch gemacht. Was ist das? Hör mal, wusste das? Guck mal. Das andere, wenn der auf dem Holz läuft. Mhm. Nice, das ist so nice. Das sind so Kleinigkeiten. Ich finde, weißt du, dass unterschiedliche. Was war das da rechts? Nochmal da rechts. Rechts. So, rechts. War das ein Hühnchen oder irgend sowas? Ja, ich glaube. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir mal lang? Also da ist was. Ja, weiß ich auch nicht. Und wir gehen erstmal links. Ich weiß nicht. And you cut me short! Ach. Da haben wir jetzt einen Punkt bekommen. Gehört. Jetzt ist die Frage, ne? Wo lang? Hier lang oder? Unten ist ein Gegner. Ja, also müssen wir unten lang. Mal hier. Oh, da können wir was einsammeln. Boah, was ruckelt das denn? Ruckelt das bei dir auch? Ja. Ruckelt das denn so? Jetzt mal, dass da jetzt mehr grafisch zu machen ist. Okay. Gereift. Das sieht gar nicht so aus, als wenn es da weitergehen würde. Jetzt oben oder unten lang gehen können. Willst du dir den Gegner unten nicht noch holen? Ja, den holen wir noch. Also gehen wir jetzt praktisch da lang. Oder? Und oh. Zwei Gegner sogar. Ja. Zwei Gegner. Okay. Ja. Weg. Genau. Ich wette mit dir, dass die dich vergiften. 100 Pro, wenn du da stehen bleibst. Wir haben ja auch einen Punkt, ne? Das knetscht hier so komisch. Hörst du das? Neunkappiger Lingsi. Das ist noch was im Wasser. Das ist wieder so ein widerlicher Frosch. Ja. Lass ihn zu dir kommen. Ja. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir eigentlich weiter? Oben muss jetzt weiter. Ja, es geht praktisch nur um die Gegner jetzt hier noch, ne? Ja. Gut, ich denke mal eingesammelt. Haben wir alles?
Also es sieht schon wirklich klasse aus. Also bisher läuft es problemlos, muss man schon sagen, ne? Ja. Und es ist ja doch eine doppelte... Man muss aber auch dazu sagen, ich denke mal, ich weiß ja nicht, ob es bei dir auch so milchig aussieht. Also es ist ja auch durch die Übertragung... Übertragung auf Discord, ne? Ja, genau. Also also zwischenzeitlich, aber ich weiß nicht, wir sind ja im Wald. Also ich weiß nicht, ob es so sein muss. Ja, du musst ja... Manchmal ist es halt, bei mir ist es, es sieht super aus. Also ich hab noch nicht so ganz verstanden, wie man den Stab auflädt. Da stand Y, also vorn, das war ja Y gedrückt halten. Gedrückt halten. Ah, und dann halten. Habe ich jetzt hier irgendwo einen Gegner? Natürlich nicht. Also halten muss man das praktisch. Da ist was hinter dem Fass, oder was? Also da ist eine Öffnung. Das ist Zerstörungswut. Ja, dann musst du, ne? Also, diese ganzen Spiele, diese ganzen, also Dark Souls, also alles Souls-like, da in der Regel musst du immer alles kaputt kloppen. Also das ist so, keine Ahnung, ist so. Meditieren, was heißt meditieren? Was passiert dann? Keine Ahnung. Machen wir jetzt mal. Noch ein Speicherpunkt oder was? Ich glaube nicht. Ich glaube, ein Speicherpunkt sind diese. Er hat sich den Stab ins Ohr gesteckt. Warum tut er das? Hast du das gesehen? Hm? Hast du gesehen, dass er sich den Stab ins Ohr gesteckt hat? Ja, ha. Wow. Ach ja, herrlich, ne? Hat sich das jetzt wieder aufgeladen oder? Ja, was ist? Oh! Ach, okay. Dann kriegst du dann, okay, noch ein Geist. Das ist natürlich so jetzt. Dann möchtest du nicht, wollte gerade sagen, möchtest du die nicht erstmal vergeben? Ja. Was war das noch? Ausdauer, Kampf, Kunst, Überleben. Ausdauer. Jede Tarn verringert die Sprinten. Ja, es ist natürlich alles interessant irgendwie, ne? Stabwirbel. Oh, da kann man Pfeile mit abwenden. Auch bestimmt nützlich. Jede Tarn erhöht die maximale Ausdauer. Also ich würde tatsächlich auch einen in Ausdauer geben. Ja, würde ich auch. Dann würde ich mich hier nochmal umgucken. Achso, das geht noch nicht. Also da, das finde ich, glaube ich, auch interessant. Da brauchst du still. Du bist Stufe 4 von 5. Du brauchst Stufe 5 dafür. Also hier, also die Bundeswiederherstellung, das ist schon... Wenn der Amsterdam Wenn der Auserkorene während einer einen schweren Angriff Hochgefühl. Sieht gut aus, ne? Okay. Mystik, was ist Mystik? Um RTRB. LBRB. Das ist Zauber. Jetzt auch noch was rein. Ja, da setzen wir die nächsten Sätze noch da rein, ne? Gut, jetzt haben wir meditiert. Sind fit. Was ist das hier eigentlich? Kann man vergucken?
Muss das sein? Ja, muss sein. Sonne da reinfällt. Schwimmert richtig, so wie es ist, wenn man da so rein. Wunderschön. Also ich muss sagen, es spielt sich sehr gut, es spielt sich flüssig. Wir reden ja hier immer noch von der RTX 3060. Das ruckelt nicht. Die FPS, okay, die sind jetzt nicht ganz so niedrig, ne? Aber läuft gut. Okay, außerhalb des Waldes. Ah, okay, da füllen wir also praktisch unsere Flaschen wieder auf, weil die ist ja jetzt leer. Unten links, da ist die Flasche. Ja. Da können wir dann Geisterpunkte neu entzünden. Ah, da können wir die Punkte neu vergeben, denke ich. Ja. Laden, kaufen. Mal. Du hast 1238. Ja, verkaufen, kann ich auch was verkaufen. Was ist das? Ah, Goldstücke. Ich weiß nicht, ob wir die schon verkaufen sollten. Dann behalten wir es mal noch, ne? Dann machen wir jetzt erstmal Rasten und laden unsere Flasche auf. Also ich würde noch... Ja, genau. Okay. Jetzt? Hey, wait! Oh, you can just parade in, do you? It's not that simple. Let me transform you into a golden cicada, so you may follow the fires ahead and scout this mountain unnoticed. Ich bin ein Insekt. It might be humble, but my shrine is very versatile. You'll get it. Vom Affen zur Dingens ist jetzt aber auch nicht unbedingt der Hintern wackelt. An den. In the depths of Black Wind Mountain, the cicada form may help you explore. Very wary. This form does not last for long. Should you left inside, just follow my voice. Now, leave them off you go. One misstep, Lord Lingshu might make a meal out of us. Oder warum? Ja. Wieso, das stand ja, es war ja auch zum Lesen, ne? Ja, ich kann nicht lesen und dir zuhören. Das funktioniert nicht. Irgendwas mit seiner Stimme. Ja, Folge der Stimme. Meiner Stimme. Aber er redet ja nichts. Nein, wenn du nicht weiter weißt oder irgend sowas. Aber ich hab's nicht so genau verstanden, dass es... A few jars of wine. Wonder if there's anything left inside. Weiß jetzt nicht, wo du hin musst, richtig? Soll den Berg erkunden, das stimmt. In Flammen folgen. Was that noise? Ah, die hören wir uns gleich. Drunk. Du bist ja nicht groß. Nein! Weil du da noch rumspielst, immer. Nein. Was heißt hier rumspielst? Ja, guck mal da rein.
Oh, Medikament gegen böses und winziges Goldstück. So. Ja. Ich würde aber. Startwirbel, oh ne, den haben wir noch nicht. Habe ich den ausgerüstet? Nee, ne? Okay, jetzt muss er erstmal. Also. Oh shit. Was kann man hier eigentlich? Medikament gegen Böses, was heißt jetzt lindernde Medizin? Erhöht nach Verwendung die längere Schadenreduktion. Echt. Okay, das würde ich bei einem Endboss oder so einsetzen. Aber ich würde das auch. Er hat es automatisch gelegt. Ja, ja. Okay, und zwar auf die Steuerkreuz. Nee. Nach oben. Ne? Steuerkreuz nach oben, genau. Gut, und das ist. Ja, das hatten wir doch schon mal. So, das ist neu, ne? Nee, den hatten wir vorhin gesammelt. Ja, gut. Jetzt ist die Frage. Warte mal. Also, da ist die Kiste. Ich bin so ein bisschen lost gerade. Ich weiß nicht, von wo wir gekommen sind. Hast du noch einen Punkt? Was habe ich? Noch einen Punkt. Nein. Nee. Moment nicht. So, genau. Da, wir brauchen so einen Wirbel. Ja, genau, wir brauchen einen Punkt. Frage, wo müssen wir denn überhaupt hin? Sollen wir erstmal zurückgehen? Weil ich habe keine Ahnung, was hier jetzt noch alles. Ach, da sitzt einer. Was hat er denn jetzt gemacht? Okay. Und Geisteressenz. Da ist noch was, was du pflücken kannst. Ja, dann gehen wir erstmal ein Stückchen zurück. Da ist nichts. Ich weiß nicht, ob der Weg richtig ist. Hilft. Den holen wir uns noch. Ich habe keine Ahnung, ob wir den ganzen Krempel brauchen, aber ich glaube, wir sollten das alles mitnehmen, ne? Weil wenn wir da tatsächlich so irgendwas herstellen können. Das war. Ja. Also mit dem Aufladen. Das darf ich irgendwie nicht richtig. Witzig ist, dass die immer warten, ne? Er hat eine Kugel oder ein Schild oder so. Ja, das ist also. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen. Dass es so nicht so ganz so unfair ist, wenn da zig Dings auf dich eindreschen. Rechts ist auch noch ein Typ. Ja. Hier ging es auch sowieso nicht weiter, ne? Ach du Kacke. Wo ist er, ne? Da gehen wir aber noch nicht hin, ne? So, jetzt muss man gucken. Ah, und dann, okay, und dann lasse ich los. Ah. Oh. Okay, den werden wir jetzt. So, den packen wir jetzt. Den, ich weiß jetzt nicht mehr, war das da? Startwirbel. Ja. Gut. Weil ohne den ist das ja irgendwie vielleicht nicht ganz so. Also ich würde sagen, dass wir da jetzt erstmal nicht hingehen. Genau. Ich würde sagen, wir laden erstmal wieder auf. Gehen mal da hinten, ich denke ja mal, dass das ja auch so ein bisschen Speicherpunkt ist. Gehen dann erstmal da, wo der Wirbelvogel ist. Denk dran, dass hier noch welche kommen können, ne? So. Gut.
ist denn jetzt dieser Stabwirbel? Wie macht man den denn? Ach, sind, oder sind die wieder da? Oh ja. Nein, das ist aber auch blöd, ne? Stabwirbel, LT. Okay, warte. Cool. Okay. Ja, dann sind die ja alle wieder da jetzt. Dann wird der an der Kiste auch wieder da sein, ne? Ja, dann lass mal den jetzt mal erstmal. Das sind auch zwei. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal kurz da oben hin, ob da noch irgendwas war, wo wir diese Pfeile und dann werden wir ja wohl sowieso nicht im Raum kommen. Richtig, und dann? Dann hast du ihn auch schon gehabt. Irgendwann geistig. Oh, das ist Gott sei Dank, das ist so ein Lebensgegner. Okay, jetzt ist der da hinten, der Vogel. Okay. Wie schön, dass auch der Weg dahin führt. Siehst du das? Hey. Was? Da hinten ist aber auch noch einer, zwei. Ja. Kann man zu dem kommen, aber komm ich da hin? Wo waren die jetzt? Ja, über das Wasser rüber. Ja, da, da. Ich will, dass es hier keine Map gibt. Das ist ein bisschen. Was? Ach, das ist der Endboss. Tschö. Tschö mit Öl. Wir gehen noch ein bisschen Füße kühlen. Das ist vielleicht. Da ist noch was zum Pflücken. Oh. Wieder einer? Ja. Die Frage ist, ich. Also, er hat Bogen, ne? Nee. Also das aufgeladene Teil hat schon richtig viel Bums. Okay, ja. Sollst du den Flammen folgen, aber welcher Flamme folgst du jetzt? Ne? Ja, das weiß ich auch nicht. Vor allem, gehen wir jetzt zurück oder was tun wir gerade? Nein! Ja, das wird wohl dein Endgegner sein. Ich bin ja noch gar nicht stark genug. Natürlich bist du schon stark genug. Never. Sonst könntest du ja noch nicht hier sein. Okay, hier ist noch ein Eckchen. Oh, da ist auch noch was. Ah,
Achso, ja, okay. Das ist. So, das nehmen wir noch mit da, das Schlänzchen. What? Oh, der kann aber auch wieder einstecken. Ja. Ich bin tot. Warum bin ich tot? Die Wunder und Magie von Zaubern sind dir wohl bekannt. Feinde besiegt und Leben gerettet. Was hat mich denn jetzt umgebracht? Na ja. Ja, wie denn? Bist du voll oder was? Ich bin voll. Oh, jetzt wieder alle. Wieso hat er uns gekillt? Nee, das ist der Falsche, ne? Der da. Nee. Wo ist denn der, der uns da gekillt hat? Da lang. Und dann war da eine Blume auf dem Boden. Den ich warum der uns gekillt hat? Redst du mal von uns? Von mir. Liegt in der Bierform. Es tut mir leid. Da runter. Da war der. Da unter der Blume. Nee, aber warum fehlt der uns? Hau gleich drauf. Der verdingst hier. Klasse. Nein, schön. Mach das Ding da. Ach, der vergiftet uns, der kleine Sack. Wenn du Trockenrobst, ey. Und glitscht da nicht fest. Will eine scheuern. Wenn das noch zwei. Ja, ich weiß nicht, ob wir die zwei noch mitnehmen brauchen. Die haben wir vorhin schon gemacht. Ja, ja. Würde ich jetzt eigentlich lassen. Es ging mir nur um den Vogel hier. Um den Grottenolm. Ja, jetzt kannst du die Großen nehmen. Ja, genau. Hast du noch einen Punkt? Was ist das Blaue da unten in der Mitte? Ich habe es gerade gesehen, die Anzeige. Ich weiß nicht, was das war. Ja, dann pass auf, dann müssen wir Folgendes... Wenn du jetzt nochmal... Da ist noch einer, pass auf. Wenn ich was? Dann sind wir alle wieder da, weißt du, ne? Ja, genau. Wenn du jetzt noch wieder zurückgehst, geht's, sind sie alle wieder da. Naja, du hast auch eine Vorstellung. Du denkst jetzt, ich hab den direkt... Nein, hier... guck doch mal, ob du einen Punkt hast. Achso. Nein. Noch nicht. Also ist der jetzt auch wieder da? Ja, der ist auch wieder da. Sauer. Okay, wo tun wir den rein? Da bleib ich gerade noch stehen. Ich weiß das nicht. Du fragst mich Dinge. Bin ich diejenige, die kämpft oder was? Jede Talentstufe erhöht den Schaden an gelingten Gegnern moderat.
Wenn du einen Gegner triffst, der durch einen lähmenden Angriff verliert, wird die Dauer der nächsten Lähmung leicht verlängert. Wir nehmen das. Ich weiß nicht, ob das logisch ist, was wir da machen, aber ich. Jetzt will ich mal wissen, ich habe da dieser blaue Balken bei mir, der war nicht mehr ganz in Ordnung. Ich weiß nicht so genau, was der bedeutet. Ja. Die Frage ist, wo ist denn der Dicke jetzt? Da oben? Oder hier? Ich hätte jetzt jedes Mal Angst, irgendwas zu sammeln, ne? Scheiße. Hi. Das sind andere. Das Problem ist, wenn ich die jetzt alle platt mache und... Da ist der Große. So den Hintergrund so, das sag ich dir. Who are you to trouble this grand mountain? Die Frage ist, ich würde jetzt mal ausprobieren, ob wenn wir diese Flasche da trinken, ob dieser blaue Balken dann aufgefüllt ist. Ich würde das mal einfach mal ausprobieren. Wollen wir das mal ausprobieren? Mach du. Wie mache ich denn das? Nee. Okay, das hat keinen Einfluss darauf. Aber auch keinen. Wir können noch nichts. Und warum bist du so groß? Du siehst mich gar nicht. Oder? Doch, du siehst mich. Was? Nein. Oh, genau. Nein. Da haben wir richtig viel Schaden an den. Ach, ja, so geht's auf jeden Fall nicht. Meine Flasche ist leer. Mhm. Sagen wir mal so. Nein. Ja. Ja. Dass die anderen alle wieder da sind, nervt so. Ja, das ist bei Soulslikes immer. Die Frage ist jetzt, was mich interessiert, ist jetzt, ist das jetzt alles wieder voll? Ich kann den Balken nicht sehen. Also ob dieser blaue Balken, ich weiß zum Beispiel überhaupt nicht, für was der war eigentlich. Das ist alles wieder voll. Alles? Alle Balken, ja, außer deine Ausdauer, wenn du so. Der blaue Balken, ich habe keine Ahnung, was der bedeutet. Na, der ist mir eigentlich, will ich den nicht. Ich bin jetzt nicht unbedingt, dass ich 12 bin, bevor ich. Ja, wie wir den besiegen, dann weiß ich nicht. Was ich jetzt. Ich frage jetzt mal wirklich als dummer Mensch. Was ich nicht verstehe, ist tatsächlich, warum du ihn angreifst, während er dich angreift. Warum ich ihn angreife? Also er springt auf dich zu und du springst auf ihn zu. Wer also gleichzeitig? Und das ist das, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Ja, das ist. Aber ich bin nicht die, wo Ahnung hat, ne?
war der Held? Rechts irgendwo. Aber der da war auch ein, das war auch ein Endgegner, oder was? Ja, den nehme ich aber jetzt nicht. Das braucht auch erstmal ja ein gewisses Timing auch, ne? Also das muss man. Die Bosse muss man ja auch lernen. Also das ist mal nicht mal eben so. Ich glaube auch nicht, dass wir den jetzt hier in der im Antesten schaffen. Das denke ich eher nicht. Also ich würde auf jeden Fall mit einer Lähmung anfangen. Also jetzt kam ich zum Beispiel gar nicht weg. Komm mal gar nicht weg. Das ist ja ein fieses Dreck. Ja, den wirst du jetzt noch nicht schaffen. Nee, den wirst du nicht schaffen. Das wird nicht, noch nicht funktionieren. Also da hast du in dem Moment recht gehabt, da bist du noch zu schwach zu. Ja, recht gehabt. Ja. Ich glaube, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, dass wir das bis dato erstmal so lassen. Mhm. Ja, wie möchtest du es jetzt handhaben? Was meinst du? Das ist ja jetzt quasi ein angespielt. Ja. Ja, sollen wir das offen lassen, wie die Kommentare sind? Ja, wenn jemand das sehen möchte oder wenn jemand da oder wenn die Leute Lust drauf haben, dann können sie das ja schreiben. Dann können wir das ja weitermachen, auch wenn du das willst natürlich. Ich weiß ja nicht, wie das auf deiner Seite ist. Ich werde mich da jetzt nicht zu äußern. Weil ich ganz einfach möchte, dass die Zuschauer das wirklich auch von sich aus entscheiden. Ja, okay. Und sagen, wollen wir sehen, wollen wir nicht sehen. Und wenn ja, ich sag das jetzt mal ganz krass, lieber in der Aufnahme oder lieber im Stream. Weil die Möglichkeit können wir auch offenlegen. Ja, das können wir auch offenlegen. Also wie wir das andere, wie wir Hogwarts gespielt haben. Genau. Ja, ich würde sagen, schreibt es einfach in die Kommentare, was ihr wollt oder wie ihr wollt. Also, wie gesagt, das läuft jetzt hier auf der Nvidia 3060, RTX 3060 Ti. Ich bin zufrieden mit der Leistung. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder wie das bei dir ankommt. Ja, wie gesagt, ich vermute mal, dass du ein klareres Bild hast als ich. Na gut, das liegt aber dann am Discord. Das liegt am Discord. Also Discord. Da muss man auch ganz klar sagen, dass das eine Übertragung vom Discord ist, über Discord. Weil, wie gesagt, ich nicht spiele, sondern Manu spielt. Und das muss trotzdem nochmal so erwähnt sein. Ja, also wie gesagt, bei mir läuft das gut. Es läuft ruckelfrei. Wer eine 3060 hat, und also ich habe jetzt noch dazu ein i7 oder 11700 oder 11700 oder wie auch immer und einen Arbeitsspeicher von 16 GB. Es läuft flüssig und gut und es sieht auch gut aus. Genau. Also, wenn ihr möchtet, dass Manu das weiterspielt für euch, dann einfach in die Kommentare schreiben. Ist wirklich wichtig. Ja. Auf jeden Fall, sonst, das ist klar. Genau, dann würde Manu das eventuell dann doch nur privat spielen. Ja. Also das wäre wirklich wichtig. Und wenn ihr das sehen wollt, einfach schreiben, wollt ihr es in die Aufnahmen sehen oder eben halt als Stream bei Twitch. Natürlich unter dem Video verlinkt, das wisst ihr ja, Discord ist zu finden und auch Twitch-Kanal ist zu finden. Dort sind wir in der Regel unter der Woche bis Donnerstagabend immer ab 19 Uhr zu finden. Richtig. Allerdings würde ich für solche Sachen auch andere Tage dann in Beschlag nehmen, sag ich mal so. Ja. Also wenn ihr da Bock drauf habt, einfach melden. In diesem Sinne würde ich sagen, Dankeschön fürs Spielen. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Und auch raus. Wenn euch das gefallen hat, Däumchen unter dem Video wäre nett, wäre cool, wäre
sehr hilfreich. Ja. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao und bye bye. Tschüss.